Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Erwache, o Mensch, denn für dich ist Gott Mensch geworden. Dieser Satz, liebe Schwestern und Brüder, steht in den Reden des heiligen Augustinus. Für dich ist Gott Mensch geworden. Das ist die Botschaft für jede und jeden von uns. Das ist die Botschaft, die immer wieder neu vom Stall in Bethlehem ausgeht, die jeden noch so abgelegenen Teil der Erde erreicht. Für dich ist Gott Mensch geworden. Das ist die Botschaft, die nicht nur am Weihnachtsfest wie ein Stern über dem Leben eines jeden Menschen aufgeht. Um diese Botschaft geht es in den Schrifttexten aller Feste der weihnachtlichen Zeit. Um sie geht es auch heute im Evangelium. Alle Texte sprechen vom Hereinscheinen von Gottes Licht in diese Welt. Sie geben Antwort auf die Sehnsucht der Menschen, dass ein Licht aufleuchtet in der Dunkelheit unseres Fragens, dass ein Licht aufleuchtet, das uns Trost und Wegweisung sein kann. Und so verkündet Johannes im Evangelium, das wir gerade gehört haben, noch einmal die Botschaft auf dem ersten Buch Mose. Gott hat die Erde geschaffen. Sein Wort vertreibt die Finsternis. Durch sein Wort erscheint das Licht. Es werde Licht. Drei Worte. Und die Finsternis hat keine Macht mehr. Ein Theologe hat einmal gesagt, die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns. Hier schreibt er mit eigener Handschrift, was er für uns getan hat und noch tun will. In ihr zeigt er uns den Weg, schenkt er uns Wegweiser, Kraft zum Durchhalten und Energie zum Leben. Gottes Handschrift sagt uns, dass er uns liebt. Darum ist es wichtig, sein Wort zu lesen, seine Botschaft an uns zu verstehen. Zu verstehen,
dass Gott in Jesus Christus seinen Sohn mitten unter die Menschen sendet, damit er durch seine Art, Mensch zu sein, durch seine Art, mit den Menschen zu sprechen, durch seine Art, mit dem Menschen umzugehen, zum Licht der Menschen wird. Erwache, o Mensch, denn für dich ist Gott Mensch geworden. Erwache, denn durch Jesus Christus will Gott die Finsternis aus deinem Leben vertreiben. Durch Jesus Christus will Gott Licht in dein Leben bringen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Licht leuchtet auf, wenn wir seine Worte hören oder lesen, wenn wir sein Mahl feiern. Sein Licht leuchtet auf, wenn wir Finsternis vertreiben und einander Vergebung oder Anerkennung schenken, wenn wir barmherzig miteinander umgehen. Jesus sucht die Begegnung mit uns Menschen. Er will von uns aufgenommen werden. Er kommt nicht, um die Welt in Besitz zu nehmen, sondern um sie zu verwandeln. Darum ist sein Eintritt in diese Welt eine Einladung, ihm zu begegnen, die Bitte, ihn bei uns auszunehmen. Ob wir darauf antworten und wie wir darauf antworten, muss sich immer wieder neu zeigen. Als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, sein Werk fortzusetzen, die Welt aus dem Geist Jesu heraus zu verwandeln. Diese Aufgabe liegt immer wieder neu vor uns. Erwache, o Mensch, denn für dich ist Gott Mensch geworden. Wir brauchen das Licht der Feste in der weihnachtlichen Zeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.